Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Tyranny, wo wir mal das LP weiterführen. Ich will es auf jeden Fall noch zu Ende führen, weshalb ich jetzt auch wieder gestartet habe. Ich konnte aber, als ich krank war, nicht großartig vorlesen und deshalb habe ich das nach hinten geschoben, auch weil viele andere Sachen zu tun waren. Wir hatten zuletzt einen Brief geschrieben an die junge Dame. Ich habe es vorhin leider in der falschen Auflösung aufgenommen. Deshalb muss ich mal kurz schauen. Hier, Briefpost bezüglich der Türme, die uns erzählt, dass wir die einzige Person sind, die Edikte ausspricht und wieder bricht. Und ohne, dass wir irgendwelche Schäden davon tragen, weil normalerweise diese Leute anscheinend sterben. Also das hat sie uns jetzt erzählt hier in diesem Schreiben. Und ich bitte doch mal nochmal danach, ob sie jetzt wüsste, was wir jetzt machen sollten, ne? Zukünftig. Das andere, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen sollten, wir haben letzte Mal diesen Schreiberling hier getroffen. Wir sind gerade an der Bresche. Wenn ich mich noch recht entsinne. Und ja, wir sollten erstmal schauen, was wir noch finden hier in der Ecke. Ein gewaltiges Steintor hebt sich über dir. Es sieht aus, als würde. Als ob das Eigen. Schießt mich tot. Mal gucken, hat Hieronymus immer noch was? Ich meine, ich wusste natürlich, dass du zurückkehren wirst. Ich freue mich nur, dich zu sehen. Berichte mir, was du erlebt hast. Ich habe Fragen an dich, das haben wir alles schon geklärt. Ist das alles, was ich hier machen kann? Ich kann nur ihn retten und dann haue ich wieder ab. Anscheinend. Da müssen wir zur Trappenkreuzung. Wir sind ja das Relikt am Suchen. Aber ich sehe gerade, wir haben beim Brunnen Gegenstände für uns. Dann lass uns einmal kurz zurückkehren. Dann sollten wir auch den Brief bekommen von der Dame, die uns erzählt, was sollen wir jetzt tun. Ein Imperator weiß natürlich normalerweise, was er tun muss. So, was habt ihr denn alles so gefertigt? Toll, einfache Eisenaxt. Beziehungsweise eine gute, aber trotzdem ist ja nix. Ich muss jetzt ganz kurz mal schauen, hatten wir alle mit dem Level-Up auch durch, ne? Geh mal zu Kenrick. Ihr seid alles nur Trainer, ne? Hm. Können noch schauen, was Leichenauge hat. So, zeig mal, was du auf Lager hast, weil wir haben ganz viel auf Lager, was ich loswerden will. Um ein paar Ringe wieder zu bekommen. So, Verkaufswert absteigen. Ich würde mich darauf tippen, dass alle Sachen mit, ja, mit niedrigen Preisen, oder beziehungsweise man kriegt nicht viel, also kann man es auch loswerden einfach, oder? Dann ist es auch nichts wert. Das sind Questgegenstände, die sollte ich nicht verkaufen. Stufenvolk Streif, Steifbogen. Streifbogen. Ich muss mir an die kleinere Schrift gewöhnen. Ja, komm mit, alles gut. Wollen wir noch schlafen? Ne, wir haben noch das, den Turmrastbonus. Interface habe ich übrigens eigentlich schon angepasst um 150%, damit es jetzt größer wirkt in der höheren Auflösung, aber... Naja, ich hoffe, es reicht. So, dann gehen wir zum Tapperkreuz. Zur Tapperkreuzung. Trapperkreuzung. Oh, sehr schöner neuer Start. Es blinkt so schön, ich will dahin. Oder vorne liegt schon einer. Da sieht's aus, wenn hier das Chor war.
Du siehst einen zusammengekauerten Soldaten auf dem Boden. Sein zerfetztes Gewand ist mit einer dicken Kruste aus Schlamm und Blut überzogen. Aber du erkennst die Farben und Insignien der Ungebrochenen. Mit jedem rasselnden Atemzug durchzuckt ihn neuer Schmerz. Als du dich näherst, bewegt er seinen Kopf leicht in deine Richtung, doch er scheint nicht die Kraft zu haben, ihn zu heben. Dieses Weges können nur diejenigen kommen, die Dämmerwacht zerstört haben. Wenn ihr das seid, dann werde ich mit einem Fluch auf den Lippen sterben. Das ist also das Ende. Bitte töte mich schnell, mein Leben ist ohnehin vorbei. Sein erzwungenes Lächeln lässt ein Blutrinnsal aus seinen Mundwinkeln fließen. Was ist hier geschehen? Eine Schlacht, wie mir scheint. Keine sonderlich beeindruckende, aber eine blutige. Er hebt seinen Kopf und blickt dich an. Die Bewegung lässt ihn vor Schmerz zusammenzucken. Der scharlachrote Chor. Sie treiben uns über dieses Ödland und nutzen jede Gelegenheit zum Angriff. Nun haben sie uns wohl auf diesem Pass in die Enge getrieben. Ich gehörte zur ersten Verteidigungslinie. Als meine Kameraden ausgelöscht wurden, brach der Chor durch. Ich hielt mich für einen Glückspilz, weil sie nicht nach Überlebenden gesucht hatten. Nach einigen Stunden fing ich an, meine Meinung zu überdenken. Er lächelt schief, doch das Lächeln weicht schnell dem Schmerz. Ich habe dringende Fragen. Er wirkt bluthoch und blickt leicht... und blickt es leicht amüsiert an. Mir bleibt wohl nicht viel Zeit, um dich mit Anekdoten aus der Geschichte der unbeugsamen Lande zu unterhalten. Ich möchte in diesen letzten Augenblicken lieber in die wahre Farbe des Himmels denken. Lieber an die wahre Farbe des Himmels denken. Wo ist Matthias? Matthias, wenn er noch lebt, ist er bei meinem übrigen Landsleuten. Er deutet schwach irgendwo in die Ferne. Dann lasse ich dich wohl einfach in Frieden sterben. Der Mann bricht in einem Hustenanfall aus. Und ein hässlicher Blutschwall schießt aus seinem Mund. Sein Ring nach Luft wird zu einem Gurgeln, bis er schließlich umkippt und sich nicht mehr bewegt. Toll, dafür kriege ich ein Level ab. So, dann kriegst du einen Punkt auf Gewandtheit. So, Bonusschalen gegen Ziele. Wenn der Ausweichen-Skill stärker ausgeprägt als der Parieren-Skill, nutze Ausweichen, um gegnerische Nahkampfangriffe auszuweichen. Bla bla bla. Beute Leben durch dringende Pfeil. Achso, Angriffe mit Bögen erhalten, rüstungsdurchdringend. Das ist, glaube ich, ganz gut. Tunusgunst 1. Lieber Proof, basierend auf deinen Erzählungen scheint es weit hergeholt zu glauben, dass diese Ereignisse nur Zufall oder den Umständen zu verdanken waren. Kyrus' Edikt der Hinrichtung sollte es jemandem ermöglichen, die Himmelfahrtshalle für sich zu beanspruchen. Zu glauben, dass Kyrus es nicht kommen sah, hieße, die Weitsicht des Oberherrn enorm zu unterschätzen. Du wurdest in die Arena der Mächtigen gestoßen. Deine Möglichkeiten sind zurückziehen. In die Verborgenheit Selbstmord. Oder dich der Situation stellen. Ich würde Letzteres empfehlen. Wenn ich du wäre, würde ich meine Verbindung zu den Türmen nutzen, um herauszufinden, ob sie alle in meiner Gegenwart erwachen. Jede Frau, jeder Mann in den Stufen sieht die Türme am Horizont. Wenn sie wissen, dass du der Meister der Türme bist, werden sie jedes Mal, wenn sie die Sonne auf- oder untergehen sehen, dich sehen. Pflege deinen mächtigen Ruf. Mach, dass andere dich fürchten. Das ist, was ich mein ganzes Leben lang Kyros und alle lebenden Archonten tun haben sehen. Und aus gutem Grund. Zum einen ist es praktisch, dass Macht und der entsprechende Ruf dich vor Bedrohung abschirmt und zum anderen ein weniger bekanntes Element, das ich nicht beweisen kann, aber mein Herz sagt mir, dass es wahr ist. Die Angst und Liebe der anderen wird deine Magie verstärken. Diesen zweiten Grund schließe ich aus meinem Gespräch mit Blenden Mark. In den seltenen Fällen, da über seine grausame Arbeit der Hinrichtung derer, die sich erheben könnten, um den Oberherren zu bedrohen gesprochen hat, deutete er an, dass es einfacher ist, Abtrünnige zu töten, bevor sie berühmt und gefürchtet werden. Ich sah, wie Graven Ash von einem unbekannten Milizsoldaten zu einem gefürchteten General wurde, und ich kann dir versichern, er hatte zu der Zeit
als er ohne Titel war und keinen Ruf hatte, nicht die Macht, seine Krieger zu schützen. Die Archonten werden die Herkunft ihrer Macht niemals preisgeben, denn dieses Wissen könnte gegen sie verwendet werden. Aber so wie ich alle Archonten kenne, sind sie versessen darauf, ihre Macht zu präsentieren. Deine Verbindung zu den Türmen wird sicherstellen, dass dich die Archonten kontrollieren und vernichten werden wollen. Es ist nur die Frage der Zeit, wann. Beginne damit, wie ein Archont zu denken und zu handeln, soweit es mich betrifft. Bist du ein Archont, der Archont der Türme? Soweit es mich betrifft, bist du ein Archont, der Archont der Türme. Wir sind schnell damit, einer Macht, die wir leicht erkennen, einen Stempel aufzudrücken. Und die Geschichte ist voll von Archonten. Die Geschichte ist voll von Archonten des Feuers und Eises. Es ist närrisch zu denken, dass es ein Wort für eine Sache geben muss, bevor sie von einem Archonten kontrolliert werden kann. Es ist genau andersrum. Die Archonten zeigen uns, was möglich ist, und wir müssen im Takt mittanzen. Nach den Archonten und ihrem Aufstieg zur Macht fragen. Ja, vielleicht kriegen wir ja eine Info darüber, wo die Macht herkommt eigentlich. Ich guck mal eben, ob ich das Interface noch ein bisschen anpassen kann, weil ich sehe wirklich ganz schlecht. ...125 ist schon Maximum, Große Köpfe wird mir nicht viel helfen. Naja, da muss ich jetzt da durch. Dafür sieht das Bild jetzt einfach zugestochen scharf aus, dass ich das nochmal weghaben will. I'll be your shadow. Ah, guck mal, wer da ist. Not a problem, boss. So. Der Kampf geht los. 10% Trefferchance damit, dann lassen wir es erstmal. I will aid you. Oh, die kommen gerade nicht. Kann ich den Zauber noch abbrechen? Ich hoffe. Schlag den los! Es ist ja schon durchgelaufen. Bedeutet, ich muss gegen den hier unten als erstes. Tötet den Schicksalsbinder, wen haben wir denn hier? Ach so, ein Blutkanor. Also sieht doch alles insgesamt gut aus. So, versuch den zu verbrennen. Und warum läufst du jetzt zurück? Das habe ich dir gar nicht gesagt, dass du so einen Blödsinn machen sollst. So, du Flammenpfeil auf den. Du kannst versuchen, den einzufrieren. Du mal deine Dolche schmeißen. Und der wundervolle Schicksalsbringer kann versuchen, da einen Doppelblitz loszuschicken. Sehr schön, er brennt. Als nächstes Heilung auf unsere schöne Lyra. As you command.
So, der ist betäubt, weil die habe ich ja mit dem Blitz angegriffen. Und du kannst eigentlich vorlaufen und versuchen, hier vorne Ärger zu machen. Um da die Kampfbindung aufrechtzuhalten. Ist auch nur einmal pro Rast. Na komm, mach Blut tränkt Stein. I will aid you. Sehr schön. Dann haben wir einen Feuerpfeil frei. Genau, mach den Knight mal eben platt. Sieht doch insgesamt alles gut aus. Nur da ich Blut der Gefallene wahrscheinlich hätte viel früher einsetzen sollen. Können. So, mach Schädelspaltung. Geladene Faust für den. Mein Gott, was für ein Gezittere. War es schon immer so? Bringt mich ganz durcheinander gerade. So, der andere ist explodiert. Und der ist betäubt. Wir haben keine Verwundung dazu genommen. Sehr schön. Oh. Schwere Eisenrüstung, die keiner von uns trägt. Was hat er? Blutkantorleder, ausgezeichnet. Plus 8 Hieb Feuerrüstung, plus 10% Verteidigung, plus 4 Rüstung. Hm. Schick, junge Dame. Right. You see what I see? Ja, noch mehr vom scharlachroten Chor. Can't do that. Und wer seid ihr? Bronzener Wappengenosse. Eine Kriegerin der Ungebrochenen steht Wache am Eingang zu einem provisorischen Lager. Sie hat tiefe Augenringe und aus ihren gesamten Haltungen spricht die Erschöpfung. Ihre abgewitzte Rüstung und wettergegerbte Haut sind mit Sand und Rost überzogen. Wer betritt das Land der Ungebrochenen? Die Stimme der Wache zittert vor Müdigkeit. Jeder, der im Augenblick nach Trapperkreuzung kommt, ist irgendwie an dem Krieg beteiligt. Erkläre deine Absichten. Ich schrecke nicht davor zurück, dich aus reiner Vorsicht zu töten.